Der Max-Eyde-See ist besonders im Sommer einer der beliebtesten Spots der Stuttgarter. Allerdings bleibt nach dem Grillen, Picknicken und Feiern oft viel Müll am See zurück. Am vergangenen Sonntag hat der Jugendrat von Mühlhausen durch eine Let's-Putz-Aktion darauf aufmerksam gemacht, wie es nach einem Tag am See so aussieht. Also wir haben uns überlegt, was wir denn so naturschutztechnisch machen können und wie wir ein bisschen eben auf den Zustand des Max-Eyde-Sees und der Natur aufmerksam machen können. Am Wochenende sind hier Parkplätze und die Straßen wirklich zugeparkt und Rauchschwaden, Müll, Lärm. Es ist halt wirklich auch für die Anwohner irgendwann nicht mehr so schön. Natürlich wollen die Menschen rausgehen und in der Natur sein, aber man muss halt immer abwägen und fragen, wie weit können wir das alles verantworten. Die Aktion kam zustande, weil es immer wieder in den Umfragen bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Stuttgart gibt es immer wieder Umfragen und da ist ihnen besonders wichtig Sicherheit und Sauberkeit. Wegen der Umwelt und auch wegen der Frage, wo fühle ich mich wohl, an welchen Orten, hat sich dann der Jugendrat entschlossen zu sagen, okay, wir machen eine Aktion am Max-Eyde-See und wollen damit auch ein Signal setzen, nämlich hin Richtung Jugend, kümmert sich auch um die Umwelt und möchte auch vorbildhaft sein und möchte auch an so einem Wochenende den Besuchern zeigen, dass man auch den Müll einfach wieder mit einsammeln kann und wieder mitnehmen kann. Und dann ist auch die Natur und der Artenschutz hier gewährleistet. Der Jugendrat wurde bei der Let's-Putz-Aktion von einigen HelferInnen unterstützt. Auch Oberbürgermeister Frank Knopper hat bei der Aktion mitgeholfen. Ich habe von der Aktion des Jugendrats Mühlhausen in der Zeitung erfahren und dann habe ich mich spontan entschlossen, hierher zu kommen, um eine Sympathieerklärung abzugeben für diese Aktion. Und ich kam als Überraschungsgast dazu und habe heute früh, am heutigen Sonntag früh, dann mitgeholfen, den Max-Eyde-See-Strand zu säubern. Es fällt auf, dass vor allem viele Zigaretten auffindbar sind. Es gibt auch Leute, die Flaschen zerdeppern und sie dann vom Boden nicht aufheben, was natürlich wirklich gefährlich ist für Mensch und Tier. Und ich würde mir einfach wünschen, dass diejenigen, die hier herkommen, die auch hier herzlich willkommen sind, etwas sorgsamer umgehen mit dem Umfeld und auch an die anderen denken, an die Allgemeinheit denken. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass junge Leute eine Aktion machen für die Sauberkeit in unserer Stadt. Oft sind es eher mittelalterliche und ältere, die solche Aktionen initiieren. Und nachdem es hier junge waren, habe ich gedacht, da musst du unbedingt mithelfen. Der Max-Eyde-See ist ein Fleck Natur in der Großstadt, wo Erholung und Freizeitaktivitäten zusammenkommen. Den Stuttgartern bedeutet der See viel, darunter auch Oberbürgermeister Knopper. Der Max-Eyde-See ist einer der idyllischsten Orte in unserer Stadt. Er ist der größte See und wir müssen alles dafür tun, dass der Max-Eyde-See ein so idyllischer Ort bleibt. Ich will ein sauberes, sicheres Stuttgart, aber ich finde, Reden allein hilft nicht. Und ich find, deswegen ist es eine tolle Aktion von den Jugendlichen auch zu sagen, wir sind uns bewusst, dass wir nicht nur einfordern wollen, sondern wir wollen auch was tun und wir gehen mit gutem Beispiel voran. Und das ist eine tolle Sache und dafür bedanke ich mich auch im Namen des Bezirksbeirats, dass der Jugendrat diese Aktion macht. Und wir unterstützen das natürlich auch gerne.